Für ein paar Momente erlaubte Severus es sich, die Umarmung zu genießen und sogar zu erwidern. Dann schob er Hermine von sich. »So geht das nicht, Hermine«, murmelte er schwach und schüttelte den Kopf. »Was geht nicht? Und was ist überhaupt passiert? Du siehst grauenhaft aus.« Ihre Finger umfassten sein Gesicht, und er bekam einmal mehr den Eindruck, dass Frauen nur durch Berührungen sehen konnten. Poppy begann auch immer zu tasten und zu drücken, wenn sie sich etwas nur mal eben ansehen wollte. Deswegen fasste Severus nach Hermines Handgelenken und brachte sie mit einem gereizten Blick dazu, stillzuhalten. »Lass das, Hermine!« Sie schluckte, nickte aber folgsam. »Setz dich zurück in den Sessel und warte auf mich. Ich bin gleich wieder da.« Nachdem sie ein weiteres Mal genickt hatte, ließ er ihre Arme los und ging an ihr vorbei ins Badezimmer. Mit dem Zauberstab sorgte er für etwas Licht, ehe er den Todesserumhang auszog und in die Badewanne warf. Die Kleidung, die er darunter trug, fühlte sich klamm und verschwitzt an. Außerdem stank er erbärmlich nach Erbrochenem. Er würde es nie verstehen, warum irgendjemand einen Menschen in diesem Zustand zu umarmen versuchte. Mit verbissenem Gesichtsausdruck entkleidete er sich, warf auch diese Dinge allesamt in die Badewanne und hüllte sich in seinen Morgenmantel. Nachdem er mit ein paar Handvoll frischem Wasser sein Gesicht und vor allem den Mund ausgewaschen hatte, schlich er sich hinüber in sein Schlafzimmer und zog sich frisch an. Erst danach kehrte er mit noch immer schwachen Beinen zu Hermine ins Wohnzimmer zurück und setzte sich in einen zweiten Sessel, den sie eben erschaffen haben musste. Es war ein perfektes Duplikat des anderen, mit allen durchgesessenen Stellen, die sich im Laufe der Jahre gebildet hatten. Während er tief durchatmete und die Augen schloss, spürte er ihre Blicke auf sich ruhen. Eine unterschwellige Angst und Nervosität war geblieben. Doch etwas sagte ihm, dass dieser Gemütszustand nicht länger der Gefahr des Abends, sondern vielmehr seiner Reaktion auf ihre Begrüßung entsprang. »Du kannst dich nicht so um mich sorgen, wenn der dunkle Lord mich ruft«, begann er schließlich abrupt. Hermine gab ein Glucksen von sich, und als er sie träge ansah, glänzten ihre Augen feucht, während sie eine Hand vor den Mund gepresst hatte. »Es ist nicht so, als ob ich da großartig eine Wahl hätte.« »Dann musst du dafür sorgen, dass du eine hast. Ich kann dich nicht mehr mit Oklumentik aus meinem Geist fernhalten. Und Angst und Panik sind nicht die Dinge, die der Lord bei mir finden sollte.« »Er ist in deinen Geist eingedrungen.« Ihre Augen weiteten sich, wodurch zumindest das Glänzen nachließ. »Er dringt immer in meinen Geist ein, Hermine. Der dunkle Lord ist niemand, der dem Wort eines anderen Glauben schenkt, ohne sich selbst von der Wahrheit zu überzeugen.« Sie schwieg einen Moment, und während sie die Konsequenzen ihrer Gefühle zu verstehen begann, starrte sie ihn einfach nur an. »Es tut mir leid.« »Das macht es nicht besser.« »Dann sag mir, was es besser macht.« »Du musst deine Gefühle kontrollieren.« Ohne dass es ihm bewusst war, hatte seine Stimme den lehrenden Unterton angenommen, der es ihm so viel leichter machte, sich zu konzentrieren und die Beschwerden zu ignorieren. »Du darfst nicht daran denken, was passieren könnte. Konzentriere dich auf andere Dinge.« »Worauf denn?« fragte sie kläglich. Severus seufzte. »Wenn du mir wirklich helfen willst, konzentriere dich auf die Zuneigung.« »Liebe«, sie setzte eine stoische Miene auf. Severus knurrte, sagte aber nichts. Stattdessen brachten seine eindringlichen Blicke sie dazu, seine Äußerung wirklich zu verstehen. Daraufhin erstarrte Hermines Mimik, ehe sie sehr langsam, sehr ungläubig eine Augenbraue anhob. »Liebe«, wiederholte sie stupide. »Zuneigung!« »Pappelapapp«, sie wischte mit der Hand durch die Luft. »Wer bist du und was hast du mit Severus Snape angestellt?« Severus stöhnte ergeben. »Ich meine es ernst, Hermine.« »Das ist es ja, was mich so skeptisch macht.« Sie beobachtete ihn noch ein paar Sekunden argwöhnisch. Dann zog sie abrupt ihren Zauberstab und sprach einen finite Inkantatem über ihn. Severus sah sie mit ausdruckslosem Gesicht an.
Nur die unruhigen Bewegungen seiner Finger verrieten, dass er sich allmählich dicht am Rand seiner Geduld bewegte. »Nachdem das nun geklärt ist, können wir wieder zum Thema kommen.« Sie schien noch immer nicht restlos beruhigt, fügte sich aber. »Danke. Wie ich bereits sagte, würde es mir helfen, wenn du dich auf die Zuneigung«, er hielt sie mit einer erhobenen Hand von einer Korrektur ab, »konzentrierst, denn sie dient mir als Tarnung. Der dunkle Lord meidet alle Erinnerungen, die damit zu tun haben, weil er sie nicht versteht. Und bevor er sich die Blöße gibt, dies vor anderen zuzugeben, tut er so, als würde es ihn nicht interessieren. Einen Bereich in meinem Verstand, der sich komplett mit Zuneigung beschäftigt, würde er meiden wie ein Hauself den Lohn. Er bietet also eine optimale Möglichkeit, um verdächtige Erinnerungen aller Art zu verbergen.« Nach dieser Erklärung erhellte sich Hermines Gesicht. »Wie hast du deine verdächtigen Erinnerungen vorher versteckt?« »Nur weil ich ein Leben ohne eine Partnerin vorziehe, heißt das nicht, dass ich Zuneigung nicht kenne«, knurrte er, woraufhin Hermine rot anlief und mit einer leisen Entschuldigung auf den Lippen den Blick senkte. Dabei hatte sie gar nicht mal so unrecht. Ihre Gefühle als Tarnung zu benutzen, war eine Möglichkeit, die er vorher nicht gehabt hatte. Natürlich hatte er sich schon einmal zu jemandem hingezogen gefühlt. Doch Tatsache war, dass nicht nur der Lord sich von diesen Erinnerungen so weit wie möglich fernhielt, sondern auch er selbst. Vorher hatte er die verdächtigen Erinnerungen unter seinem Fachwissen über Zaubertränke verborgen. »Nun, wenn der Lord mich das nächste Mal ruft, wäre ich dir also sehr verbunden, wenn du dich auf Dinge wie Hoffnung, Vertrauen und Zuneigung konzentrieren würdest. Mit deinem unerschütterlichen Optimismus sollte das nicht allzu schwer werden.« »Und was ist, wenn Voldemort mich in deinen Erinnerungen findet?« »Das wird er nicht«, antwortete Severus so selbstverständlich, dass ihm erst danach auffiel, was diese Aussage bedeutete. »Der Lord würde Hermine nicht finden, weil die Erinnerungen mit Zuneigung behaftet waren. Und dabei ging es um seine eigenen Gefühle. Er war sich nicht sicher, ob er über diese Erkenntnis in Lachen oder Tränen ausbrechen sollte. Vorerst entschied er sich dafür, es zu ignorieren, woraufhin ihm auffiel, dass er sie die ganze Zeit angesehen hatte. Eilig wandte er den Blick auf seine Hände. »Was macht der Trank?« wechselte er das Thema und verlieh seiner Stimme einen distanzierten Unterton. Ein breites Lächeln ließ Hermines Augen strahlen. »Er ist fertig!« Sie sprang aus ihrem Sessel auf und hielt ihm die Hand hin. Severus starrte diese an, ehe seine Blicke langsam zu ihrem Gesicht hinaufwanderten. Ihr Lächeln geriet ins Wanken, als sie sich ihrer Handlung bewusst wurde. Doch ehe sie ihren Arm wieder zurückziehen konnte, griff er nach den kleinen Fingern und brachte damit das Strahlen zurück. Es war wirklich entsetzlich, wie gut sich dieser Anblick sogar für ihn anfühlte. Ohne ein Wort zu sagen, ließ er sich von Hermine ins Labor ziehen und begutachtete dort den Trank, den sie in eine große Phiole abgefüllt hatte. Dabei verweilte die Wärme ihrer Hand auf seiner Haut und ließ sie kaum merklich prickeln. Hermine stand dicht neben ihm. Ein intensiver Geruch nach Kräutern und Ahorn ging von ihren buschigen Haaren aus und ließ seine Konzentration schwinden. Schließlich räusperte er sich, bevor er dem Drang, die Augen zu schließen, nachgeben konnte. »Sehr schöne Arbeit.« »Es war ja nicht mehr viel zu tun«, milderte sie sein Lob, wirkte aber verdächtig rot im Gesicht. Nur zögerlich hob sie den Blick von dem Glasgefäß und traf auf den Severus. »Was hatte der Kuss gestern zu bedeuten?« Er schüttelte leicht den Kopf. »Ich weiß es nicht. Er war einfach nur einem Impuls gefolgt und hatte es bereut. Und gleichzeitig vermisste er das Gefühl, das der Kuss ausgelöst hatte. Sie verwirrte ihn wirklich über alle Maßen. »Gib mir noch etwas Zeit, Hermine.« Sie presste die Lippen fest aufeinander. »Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dir noch geben kann, Severus.«
Sie streckte eine Hand aus und strich ihm in einer ähnlichen Geste über die von nachwachsendem Bart kratzige Wange, wie er es früher am Abend bei ihr getan hatte. »Ich kann nicht ewig warten.« Dann wandte sie sich um und verließ das Labor. Severus hingegen blieb mit geschlossenen Augen am Tisch stehen und versuchte, das Gefühl ihrer Hand an seinem Gesicht festzuhalten, musste aber erkennen, dass es nach und nach einfach verschwand, ebenso wie der Duft von Ahorn und Kräutern. Er hatte im Labor gerade alles in einen ordentlichen Zustand zurückversetzt und das Licht gelöscht, als das Feuer in seinem Kamin emporloderte und das Gesicht von Albus zeigte. Severus befand sich zu dem Zeitpunkt noch an der Tür, so dass Albus ihn nicht sehen konnte. Nur deswegen erlaubte er sich einen Moment des Missmuts, ehe er durch den Raum schritt und sich in den Sessel setzte, in dem zuvor Hermine gesessen hatte. »Guten Abend, Severus. Ich hoffe, es geht dir gut.« »Ja, es ist alles in Ordnung.« Die Augen des alten Mannes wirkten durch die Flammen leicht orange, verloren aber nicht die eindringliche Wirkung, als er sie zusammenkniff. »Du siehst müde aus.« »Ich bin müde. Der dunkle Lord hat uns heute 2,5 Stunden in einem Wald stehen lassen, während er 5 neue Todesser rekrutierte. Er hat die Lücken geschlossen, Albus.« Severus fuhr sich mit einer Hand über das Gesicht und versuchte, sich an Einzelheiten zu erinnern. Es durfte niemals wieder geschehen, dass er so wenig von einem Treffen im Gedächtnis behielt. »Was kannst du über die neuen Todesser sagen?« »Nicht viel. Der Lord schien wenig begeistert von ihnen. Ich denke nicht, dass er mit besonders hohen Ansprüchen auf die Suche gegangen ist.« »Nein, das kann er sich nicht leisten.« Eine steile Falte war zwischen den buschigen weißen Augenbrauen des Schulleiters erschienen. »Es ist möglich, dass die Neuen nicht aus Großbritannien stammen. Das Treffen fand im Ausland statt. Es war bereits dunkel, als ich dort ankam.« »Kannst du in dieser Beziehung irgendetwas mit Sicherheit sagen?« Severus sah, wie eine Hand im Feuer erschien. Sie hielt etwas, das verdächtig nach einem Zitronenbonbon aussah. Er sparte es sich, darüber die Augen zu verdrehen. »Ich kann kaum etwas von diesem Treffen mit Sicherheit sagen. Wie gesagt, es war dunkel, wir waren im Wald und die Neuen trugen bereits Todesserroben.« Albus nickte nachdenklich. »Hat Voldemort deine Erinnerungen überprüft?« »Ja, so wie immer. Und er hat nichts gefunden. Das war das Einzige, dessen Severus sich sicher war. Der dunkle Lord war zufrieden gewesen mit dem, was er gefunden hatte, weil Severus ihm Gespräche gezeigt hatte, die er mit Albus nur zu diesem Zweck geführt hatte. So machten sie es seit einiger Zeit, blieben jedoch immer nahe genug an der Wahrheit, um den Lord glauben zu lassen, dass Albus lediglich ein gewisses Misstrauen Severus gegenüber hegte. »Gut, dann werde ich dich jetzt schlafen lassen. Es ist auch wirklich alles in Ordnung?« »Ja«, knurrte der Tränkemeister und warf ein paar vernichtende Blicke in Richtung des Kamins. Albus sah dies als die beste Gelegenheit, das Gespräch nun zu beenden, und verschwand mit einem letzten Nicken. »Ich muss nur eine Entscheidung treffen.« Die nächsten paar Tage hielt Hermine Severus auf Abstand. Sie hatten den zweiten Trank am Tag nach dem Todessertreffen getestet und für gut befunden. Albus hatte die Nachricht gefreut und er hatte ihnen übermütig einen Tag freigegeben. »Als ob ich mir von Albus meinen Urlaub einteilen lassen würde«, hatte Severus gesagt, als sie das Büro wieder verlassen hatten. Hermine hatte daraufhin nur mit den Schultern gezuckt. »Ich für meinen Teil werde Harry und Ginny besuchen gehen. Wir sehen uns dann morgen.« Severus hatte nicht erwartet, dass eine Reaktion wie diese ihn wirklich überraschen würde. Tatsächlich stand er danach noch einige Minuten lang sehr verdutzt auf dem Gang und starrte Hermine hinterher. Er hatte schon von mehreren Seiten gehört, dass das eine Masche der Frauen war, dass sie einem Mann ihre Gesellschaft erst aufzwangen, bis er sich daran gewöhnt hatte, und dann auf Distanz gingen, damit er merkte, was er in ihnen hatte. Was ihn wirklich überraschte, war, dass es funktionierte.
Er verbrachte den Tag damit, schlecht gelaunt und gereizt durch seine Wohnung zu laufen und sich darüber zu ärgern, dass ihn von Hermine nur gute Laune und Freude erreichte. Zwischenzeitlich war er sogar in Versuchung geraten, seinen Vorratsschrank ein weiteres Mal auszumisten. Doch nach so kurzer Zeit würde sich das nicht lohnen. Schließlich hatte er sich seinen Umhang geholt und war nach Hogsmeade gegangen. Madame Rosmerta hatte ihn begrüßt, als hätte sie ihn seit seiner Schulzeit nicht mehr gesehen, was auch beinahe hinkam, und ihm deswegen einen Feuerwhisky spendiert. Dem einen Glas waren noch 6 weitere gefolgt, ehe er auf Butterbier umgestiegen war. Das gefiel seinem Magen nicht im geringsten, und so war er irgendwann gegen 10 zurück ins Schloss gegangen und hatte es sich mit einem seiner Tränke vor dem Kamin bequem gemacht. Dieses Spiel hatte Hermine mehrere Tage mit ihm gespielt. Sie arbeitete konzentriert, ließ sich nicht ablenken und blockte jeden seiner Versuche ab, dieses bestimmte Thema anzusprechen. Einmal fragte Severus sie sogar, wie er ihr entgegenkommen sollte, wenn sie ihm nicht zuhören wollte. »Ich will ein klares Ja oder Nein. Glaub mir, das höre ich«, war ihre Antwort gewesen. Und er hatte sich arg zurückhalten müssen, ihr nicht doch noch seine Finger um den Hals zu legen und fest zuzudrücken. Das Ganze war so einfach, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Sein Freiraum war ihm wichtig, und bei der Vorstellung, Hermine könne ständig in seinem Gesicht herumtasten, wenn sie ihn nur einmal eben ansehen wollte, kräuselten sich sie ihm die Zehennägel. Andererseits musste er sich eingestehen, dass er ihre Nähe vermisste, und das wurde ihm immer besonders dann bewusst, wenn sie im Labor neben ihm arbeitete und so viel Abstand wie möglich zu halten versuchte. Er wunderte sich oft darüber, woher sie plötzlich die Geduld nahm und vor allem, wohin seine verschwunden war. Und eine Woche nach dem Todessertreffen betrat er morgens mit entschlossenem Blick das Labor, verschränkte die Arme vor der Brust und stand schweigend in einer Ecke, bis Hermines Aufmerksamkeit ganz und gar ihm gehörte. »Glaub ja nicht, dass ich dich mag«, begann er und ließ seine Augenbrauen ein Stück nach oben zucken. »Tust du nicht?«, fragte sie scheinheilig. »Nein, tue ich nicht. Es ist nur so, dass ich merke, dass mir etwas fehlt, wenn du nicht da bist.« Er machte eine Pause und verzog das Gesicht. »Und dann mag ich dich noch viel weniger.« Daraufhin verschränkte sie die Arme vor der Brust. »Severus, was genau willst du mir mit dieser Ansprache sagen?« Er krummelte leise in seinen nicht vorhandenen Bart. »Also gut. Ja, wir sind ein Paar. Und solltest du es wagen, jetzt zu quietschen, juchzen, grinsen oder lachen, dann werde ich es mir anders überlegen.« Hermine sah ihn mit ausdruckslosem Gesicht an, blinzelte zweimal, setzte einmal zum Sprechen an, überlegte es sich anders und nickte letztendlich nur, bevor sie ein knappes »Okay« hinzufügte und mit den Schultern zuckte, ehe sie sich wieder dem Kessel zuwandte. Severus starrte ihren Rücken an, während seine Stirn sich langsam in tiefe Falten legte. »Ist das alles?« Sie warf ihm einen kurzen Blick zu. »Ja, habe ich etwas vergessen?« Vorsichtig traute er es sich, seinen geschützten Eckplatz zu verlassen und weiter in den Raum zu treten. »Keine luftraubende Umarmung? Keine kitschigen Liebesschwüre? Keine feuchten Küsse? Einfach nur okay?« Er stand nun einen Schritt hinter ihr und betrachtete sie ein bisschen wie einen knallrümpfigen Kröter kurz vor der Explosion. Hermine drehte sich zu ihm um, in der einen Hand ein Messer, in der anderen eine zeternde Alraune. Nachdenklich legte sie den Kopf schief und dachte angestrengt nach. »Nein, eher nicht«, sie blinzelte gleichmütig. »Außer du möchtest gerne irgendetwas davon.« »Oh nein, nein!« Er schüttelte den Kopf, zog seinen Umhang aus und machte sich nun ebenfalls an die Arbeit. Nach ein paar Minuten hielt er allerdings inne und sah sie von der Seite her an. Er setzte mehrmals zum Sprechen an, wusste aber nie so richtig, was er eigentlich sagen wollte.
Im Grunde genommen war das genau das, was er sich als Reaktion gewünscht hatte. Gefallen tat es ihm trotzdem nicht. Nach mehreren Minuten warf Hermine mit einem gezischelten Fluch das Messer auf den Tisch und wischte sich die Hände an der Schürze ab, die sie zum Schutz vor den zappeligen Alraunen trug. »Weißt du, du kannst auch einfach mal ein kleines bisschen Initiative zeigen«, sagte sie, ehe sie nach seinem Gesicht griff und ihn küsste. Severus brauchte einen Moment, ehe er auf diese plötzliche Handlung reagieren konnte. Als es ihm da mal gelungen war, gab er ein tiefes Grollen von sich und zog Hermine dichter an seinen Körper. Der Duft von Ahorn und Kräutern kehrte zurück, und er stellte fest, dass er ihn wirklich vermisst hatte.